Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sani vom Kanal Sani macht das und hier dreht sich alles rund um das Thema Nähen. Heute gibt es wieder eine Nähanleitung für dich, nämlich einen Brotbeutel 2.0. Ich habe vor nicht ganz 2 Jahren schon mal einen Brotbeutel hochgenäht mit französischen Nähten. Heißt, ihr habt keine offenen Nahtkanten von der Nahtzugabe, aber ich kriege immer wieder Fragen dazu, wie kann ich das auch mit einem Boden nähen? Und da das Video nach wie vor total beliebt bei euch ist und ich, wie gesagt, auch regelmäßig Fragen dazu bekomme, habe ich mir überlegt, ich mache einfach nochmal eine zweite Version und diesmal nur aus 2 Stoffstücken und nicht aus 4 und mit Boden. Wer das andere Video nochmal sehen will, das verlinke ich euch gerne hier oben beim i oder ich verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt kriege ich Besuch, aber wir lassen uns jetzt hier nicht stören, denn wie gesagt, heute gibt es einen Brotbeutel. Das Ganze sieht dann so aus, der hat hier unten einen Boden und wird hier oben einfach mit 2 Bändern geschlossen. Wie ich das Ganze genäht habe, zeige ich dir jetzt. Für das heutige Projekt brauchen wir 2 Stoffstücken. Die sollten 40 x 50 cm lang sein. Wichtig ist, sie sollten nach Möglichkeit keine Vorder- und Rückseite haben, also keine erkennbare Rückseite. Ich benutze jetzt hier einfach einen Nesselstoff. Das finde ich einfach immer sehr praktisch, wenn dann da später Lebensmittel reinkommen sollen. Außerdem braucht ihr Band. Ich habe jetzt hier einfach so ein 1 cm breites Satinband genommen und davon braucht ihr 2 x 90 cm. Bevor es ans Nähen geht, müssen wir uns unsere 2 Stoffstücke noch ein bisschen anpassen. Und zwar schneiden wir uns unten, das ist hier bei mir unten, jeweils 4 x 4 cm raus und oben jeweils 8 x 4 cm. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr ein langes Lineal und dann müssen wir uns nämlich die Seiten noch anpassen. Und zwar schneiden wir jetzt einmal von der äußersten untersten Ecke zu der innersten Ecke von den 4 x 6 cm, so dass also hier eine Schräge entsteht. Das macht sich ganz gut mit einem langen Lineal und einem Rollschneider. Ihr könnt euch natürlich das alternativ auch einfach anzeichnen und mit einer Schere machen. Ihr seht, bei mir ist es jetzt hier nicht akkurat. Das schneide ich nachher mit der Schere nach und das macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Wenn eure 2 Stoffstücken dann so aussehen, dann können wir schon anfangen zu nähen. Wichtig ist jetzt, die Stoffstücken müssen links auf links aufeinander liegen, also so, wie der Beutel am Ende sein soll. Also nicht verkehrt herum, sondern richtig rum. Macht jetzt hier, wie gesagt, bei dem Nesselstoff nicht so den großen Unterschied. Solltet ihr aber doch einen gemusterten Stoff nehmen, dann solltet ihr darauf achten. Wir nähen nämlich jetzt die langen Kanten und die untere Kante jeweils mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Denkt immer dran, am Anfang und am Ende verriegeln. Und so sollte das Ganze jetzt aussehen. Achtet wieder darauf, dass ihr die 2 cm wieder Platz lasst. Wenn das alles soweit in Ordnung ist, dann können wir das wieder richtig rumwenden. So, und dann seht ihr schon, wie der Beutel in etwa dann aussehen wird. Das ist ja jetzt wieder die richtige Seite. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier keine offene Kante, denn die Kante ist eingefasst. Als nächstes testen wir, ob wir hier links und rechts noch unsere Finger durchstecken können. So, das soll auf beiden Seiten funktionieren.
Wenn nicht, müsst ihr nochmal nachschauen, wo ihr das drüber genäht habt und das dann einfach nochmal öffnen. Optional könnt ihr natürlich die Öffnung auch nur auf einer Seite lassen, dann braucht ihr auch nur ein Band. Ich möchte das gern dann in beide Richtungen ziehen können, deswegen habe ich zwei Bänder und zwei Löcher. Als nächstes schaffen wir uns hier oben den Tunnel für die Bänder und dafür ist es wichtig, wir falten das Ganze hier einmal 4 cm nach außen. Im besten Fall ist das die unterste Markierung von eurem Punkt, wo ihr freigelassen habt. So. Wichtig ist die Nahtzugabe. Entscheidet euch für eine Richtung. Also wenn diese jetzt hier nach rechts geht, dann sollte auch die andere nach rechts gefalten sein. So. Das könnt ihr euch natürlich auch nochmal feststecken, damit es nicht verrutscht. Aber gerade bei Nesselstoff, das legt sich immer ganz gut. Achtet darauf, dass hier die Naht auf der Naht liegt. Und wie gesagt, die Nahtzugabe nach rechts. Bei mir gefalten, wenn ihr sie nach links faltet, achtet darauf, dass beide nach links gefalten sind. Und dann nähen wir, ich messe noch mal kurz nach, ob das auch passt. Quatsch, so rum. Das ist ein bisschen viel. Da passt es. Hier muss ich also noch mal schnell nachjustieren, dass es auch wirklich genau auf der Markierung liegt. So. Ist mit der Nahtzugabe ein bisschen Fummelarbeit. Zumal ich sie hier jetzt nicht noch mal gebügelt habe. Also ihr könnt euch die Kanten auch gerne nach der zweiten Naht noch mal ordentlich bügeln. Dann ist es nicht alles so schwabbelig. So. So sieht es gut aus. Das sind 4 cm. Gucken, dass Naht auf Naht liegt. Und dann feststecken. Und jetzt nähen wir einmal an der unteren Kante mit 0,5 cm Nahtzugabe. Das Ganze sieht jetzt bei mir so aus und damit wir hier auch diese offene Kante jetzt wieder versäubern, müssen wir jetzt quasi einmal das Ganze nochmal komplett einfalten und zwar so, dass die Nahtzugabe hier direkt am Ansatz liegt. Also im besten Fall 0,5 cm unter der Naht. Das kann man sich auch wieder super bügeln. Hier genauso. Also man spürt hier auch, wo die Nahtzugabe zu Ende ist. Und der Grund, warum es vom Vorteil ist, wenn ihr keine Vorder- und keine Rückseite habt, ist nämlich genau dieser Tunnel. Wenn ihr nämlich jetzt eine Vorder- und eine Rückseite hättet, würde der Tunnel dann am Ende so aussehen. Also das ist dann die rechte Seite und der Tunnel oben wäre auf der linken Seite. Wen das nicht stört, der kann das natürlich trotzdem so machen, aber ich möchte euch gezeigt haben, wieso, weshalb, warum. So, und wenn wir das dann hier einmal umgefalten haben, dann nehmen wir jetzt hier von der oberen Kante nochmal mit 1 cm Nahtzugabe ab und damit wird dann die eben genähte Naht wieder eingefasst. Und so in etwa sollte das jetzt aussehen. Ihr solltet also jetzt hier 2 Nähte übereinander haben. Und wenn ihr das jetzt einmal reinfaltet wieder, dann seht ihr von außen keine Nähte mehr. Wer möchte, kann natürlich jetzt das Ganze hier nochmal feststeppen. Das ist aber freiwillig, also das muss man nicht, denn diese Nahtzugabe ist recht stabil, die legt sich ganz gut so rein. Wie gesagt, das ist optional. Ihr könnt jetzt hier schon den Faden einfädeln. Und dann müssen wir nur noch den Boden schließen. Ich fädle mir jetzt als erstes noch meine Bänder ein. Wenn ihr 2 Bänder einfädeln wollt, dann fädelt ihr einmal von hier und einmal von hier. Bei nur einem, dann fädelt ihr nur von da, wo ihr das Loch gelassen habt. Ich mache mir hier an meinem Band einfach vorne eine Sicherheitsnadel, weil man das Ganze dann besser durchfädeln kann.
Und dann nehmt ihr euch hier einmal diese Nahtzugabe. Ich habe jetzt hier meine Markierung noch dran. Die gehen tatsächlich beim Waschen dann weg. Genau. Und da fädel ich jetzt hier einfach einmal das Ganze ein. Dann einmal rundherum. Also ich muss aus demselben Loch muss ich dann wieder rauskommen. Aber ihr seht schon, mit Sicherheitsnadel und ein bisschen Übung geht das ganz fix. Tatsächlich gibt es da auch das ein oder andere Einfädeltool. So. Und ihr braucht hier auch nicht rauskommen. Dadurch, dass wir die Öffnung hier umgeknickt haben, könnt ihr da einfach weiter durchfädeln. So, und jetzt sind wir gleich wieder da. Und der Ausgang ist ein ganz kleines bisschen fummelig, einfach weil wir, wie gesagt, den Ausgang hier um die Ecke gelegt haben. Aber bei so einem Nesselstoff kommt man da ganz gut rum. Also einmal hier und dann einmal quasi wieder um die Ecke. Ihr seht, das ging super einfach. Und einmal straff ziehen. Achtet darauf, dass euch die Enden nicht wieder reinrutschen. Und dann am besten einmal die Enden verknoten. Je nachdem, was für ein Band ihr benutzt habt, könnt ihr dann die Enden auch einfach mal kurz mit einem Feuerzeug, damit sie nicht mehr ausfransen. Ich habe jetzt gerade gar kein Feuerzeug da, aber ich denke, das ist bekannt. Also hier einmal dann ordentlich abschneiden die Kante. Und dann nochmal kurz ans Feuer halten, damit die Enden hier versiegelt werden. So, also mein erstes Band ist drinne. Das geht jetzt hier quasi ein bisschen um die Ecke. Und dann geht es mit dem zweiten Band weiter. Ebenfalls wieder Sicherheitsnadel rein. Und das erste Band kommt hier raus, also fange ich diesmal von hier an. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Also mache ich das jetzt mal schnell nebenbei. Und so sieht das jetzt aus mit beiden. Und wenn ihr jetzt an beiden Stricken zieht, dann ist das Ganze zu. Jetzt müssen wir nur noch hier unten unseren Boden schließen. Dazu bleibt das Ganze links auf links, also so wie der fertige Beutel sein muss. Und dann ziehen wir uns hier einmal die Ecke auseinander, so dass Naht auf Naht liegt. Und dann wird das Ganze Quatsch. Also die Nahtzugaben müssen in der Mitte liegen und die sollten aber Kante auf Kante liegen. Klappt eine Nahtzugabe nach links, eine nach rechts, sonst wird das sehr dick. So. Und wie gesagt, es sollte eine gerade Linie entstehen. Die ist gar nicht mal so groß, die Linie. So, wichtig ist, wie gesagt, die Naht sollte auf der Naht liegen und die Nahtzugaben auseinandergefalten. Das fixiere ich mir jetzt einmal mit einer Klammer und dann wird das Ganze wieder mit 0,5 cm Nahtzugabe abgenäht und das machen wir bei beiden Seiten. Das Ganze sieht jetzt bei mir so aus. Wenn eure Stoffe ausfransen, dann bereinigt das Ganze nochmal. Es ist nicht notwendig, dass ihr die Nahtzugabe noch einkürzt, also wirklich einfach nur mal bereinigen, dass da keine langen Fäden mehr abstehen und einmal gerade schneiden. So, und dann machen wir denselben Schritt wie vorhin auch bei den anderen Nähten. Einmal umdrehen. So, und dann seht ihr schon, hier ist quasi die Naht von der anderen Seite, die wir eben hatten. Auch hier wieder die Nähte bis in die Ecken richtig ausformen. Ordentlich aufeinanderlegen. Ihr seht, ich habe hier nicht ganz so akkurat gearbeitet. Tatsächlich ist es nicht schlimm, weil wer guckt sich den Beutel von innen an? Und die andere Seite genauso. So, Ecken richtig ausformen. Hier habe ich die Naht getroffen, also so sollte das optimal aussehen. Und auch hier fixiere ich mir das Ganze. Und jetzt wird von innen
nochmal mit einem Zentimeter Nahtzugabe abgenäht und dann sind wir schon fertig. Und im besten Fall sollte das jetzt so aussehen. Also alle Nähte treffen auf alle Nähte. Und dann könnt ihr ein allerletztes Mal wenden. Und dann ist euer Beutel auch fertig. Wer möchte, kann dann jetzt hier natürlich noch Brotbeutel oder was auch immer draufdrucken. Natürlich könnt ihr diesen Beutel auch nicht nur als Brotbeutel benutzen. Ja, und fertig ist euer Brotbeutel. So, und fertig ist der Brotbeutel. Das geht doch eigentlich ganz einfach. Ich denke, ist auf jeden Fall anfängertauglich, weil wir ja eigentlich nur mit Geradstichen arbeiten. Das schafft auch die einfachste Nähmaschine. Der fertige Beutel hat übrigens die Maße 27 breit, 27 breit, 37 hoch und der Boden ist 7,5 cm breit. Ich finde es super, es passt auf jeden Fall ein ordentliches Brot rein oder auch Brötchen. Je nachdem könnt ihr natürlich auch für alles andere verwenden. Ich glaube, in einem letzten Video stand, dass zum Beispiel jemand das als Schuhbeutel benutzt hat oder als Turnbeutel. Da sind eure Kreativität wie immer keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich wie immer über Feedback von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über jeden Kommentar. Hast du schon mal einen Brotbeutel genäht? Falls ja, schreibt auch das gerne in die Kommentare oder ob du diesen Brotbeutel nachnähen würdest oder wofür du diesen Beutel vielleicht verwenden würdest. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja quasi unendlich. Ihr könntet das genauso gut als Geschenkebeutel zum Sparen von Geschenkpapier nähen. Genau. Falls du jetzt noch Lust hast, kannst du hier gerne nochmal reinschauen. Da verlinke ich dir noch zwei Videos. Und hier kannst du noch kostenlos meinen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag um 18 Uhr mit einer neuen Nähanleitung wieder. Bis dahin, tschüss!